herzlich willkommen zur heutigen Botschaft. Und auch heute schauen wir wieder hinein, wie die Energien schwingen. Und wir legen gleich los, ohne groß zu reden. Es geht los mit dem Hase, dem Kaninchen. Ja, hier geht es um die Herzensliebe. Öffne dein Herz weit, werde still und lausche dem, was dir die zarte Stimme in dir zuflüstern möchte. Ja, die zarte Stimme in dir, was möchte sie denn zuflüstern? Wir sehen hier hundertprozentig einen schicksalhaften Weg der Liebe heute. Das heißt, es wird sehr, sehr viele Antworten geben auf Dinge, die du bereits schon bezweifelst, ja, wo du aber auch schon an der Thematik ein bisschen gearbeitet hast. Es kann jetzt um eine vergangene Liebe gehen, es kann aber auch tatsächlich derzeit um einen Seelenpartnerprozess gehen, der einfach kein Ende nimmt. Ja. Man sieht hier, der Zyklus ist noch im vollen Gange und dein Herz ist wirklich in der Arbeit drin. Ja. Und das ist auch in der verfestigten Arbeit. Es arbeitet und arbeitet und du gibst und gibst, aber du bekommst nicht das, was du wirklich erhoffst. Jetzt sollst du wirklich mal darauf lauschen, wie und was du dafür tun musst, damit es wirklich verändert werden kann. Und da kommt schon die nächste Karte ins Spiel. Mit Ruhe und Beharrlichkeit heißt es hier. Das heißt zum einen, heute darfst du Zweifel wirklich gut ablegen. Sehr vieles, was in deinem Leben passiert ist, was auch karmisch zu dir geführt worden ist, hat natürlich immer wieder Zweifel zu dir gebracht. Keine Frage. Vor allem, was dein Herz darunter leiden musste, ist auch sehr klar zu sehen. Aber du wirst erkennen, dass heute die Botschaft eher ins Positive geht, weil du für dich Ruhe und Harmonie reinbringst in die Sache. Du bringst die eigene Sicherheit in dein Liebesbild und das fördert natürlich. Was natürlich auch schön ist, ist, dass die Arbeit an sich, also nicht nur in der Liebe, sondern die Arbeit an sich heute wirklich ein schönes, tendenzielles Bild der Ruhe ausstrahlt, was wahrscheinlich auch dafür sorgt, dass du entweder eine finanzielle Angelegenheit geklärt bekommst, aber natürlich auch sehr viele Zweifel dort abgelegt werden, weil hier endet schon der Zyklus in den Finanzen. Also das heißt, eine Durststrecke endet heute und das ist sehr, sehr schön. Ja, da kannst du für dich sehr, sehr viel rausziehen und natürlich Neues daraus auch entspringen lassen, gerade arbeitstechnisch. In der Liebe aber kann es sein, dass da nochmal eine Lernthematik aufgezeigt wird, nachdem du in die Ruhe gehst, ins Vertrauen, den Zweifel, dieses an dir nagen lassen, einfach nicht mehr ausstrahlst, sondern bei dir gefestigt bleibst, vor allem in deinem Herzensweg gefestigt bleibst und dir nicht irgendetwas erzählen lässt. Gegen den Mittag macht dann der Kojote seine Arbeit mit der närrischen Weisheit. Unvorhergesehene Ereignisse kündigen sich an. Alles dient deinem Besten. Vertraue dem Weg. Und das ist genau das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Man sieht, dass man erntet, was man sieht. Ja, man sieht, es geht in eine karmische Ablösung bei der Arbeit. Man sieht, es geht in einen wundervollen, tendenziell guten Weg in der Liebe. Aber man muss ins Vertrauen gehen. Denn wenn unvorhergesehene Dinge geschehen, wird es dich ein bisschen öffnen und auch wieder die Zweifel öffnen. Warum ist das so? Weil es für dich unbekanntes Terrain ist. Und dieses unbekannte Terrain wird natürlich dafür sorgen, dass dein Herzchakra sehr, sehr stark vibriert und daher auch probiert, wieder in seine Verfahrenheit, in seine Festigung zu gehen. Hier kannst du aber lösen. Lass es wirklich weiter arbeiten und daher auch alte Wunden der Liebe lösen lassen, wenn du im Vertrauen bleibst, nicht in den Zweifel geraten. Und da hilft dir der Zauberer der Bewusstheit heute wundervoll weiter. Denn der Zauberer der Bewusstheit, der zeigt dir immer wieder auf, in jeder Lebenslage, gerade beziehungstechnisch, liebestechnisch, arbeitstechnisch und hier auch finanziell, was die Thematik in deinem Bewusstsein betrifft. Deine Lernthematik, deine Lernbereitschaft, aber auch der Weg, den du so in deinem Leben gehst. Welchen schicksalhaften Pfad wirst du heute wählen? Fokussierst du dich eher auf die Liebe, was ja für dich wichtig ist, damit du die alten Beziehungen lösen kannst, dass dein Herz wieder frei ist, dass du hier wirklich auch mal ernten kannst, was du gesät hast? Oder fokussierst du dich weiterhin auf die Arbeit, nur um die Wunden nicht anzusehen? Er zeigt dir, werde bewusst, geh ins Vertrauen und zeig dir selbst auf, dass du das Beste verdienst. Und das ist heute natürlich sehr, sehr schön für dich da. Ja, und dann haben wir noch den Wal mit der Rückverbindung. Verankere dich in dir, dein Meister, dein Heiler, deine Trösterin, dein Schutz und deine Kraft. Alles ist bereits in dir. Und dann siehst du auch, dass der Tag dir heute
sofort mit deinem Handeln die Resonanz aufzeigt. Und diese Resonanz wirst du in der Welt auch verteilen können. Denn auch die Gesundheit wird jetzt bei dir sehr, sehr bergauf gehen und du wirst erkennen, dass die Liebe heute in deinem Herzen Einhalt haben wird, aber natürlich auch nicht nur in deinem Herzen, sondern dein Herz sich mit deinem Verstand endlich verbindet.